Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um den sogenannten Marktmachtbericht Energie für das Jahr 2020 vom Bundeskartellamt. Eigentlich heißt er ja Wettbewerbsverhältnisse im Bereich der Erzeugung elektrischer Energie 2020. Und wir haben tatsächlich schon mal für den vorigen Bericht ein Video gemacht, vor etwa einem Jahr oder etwas später haben wir es veröffentlicht, aber vor etwa einem Jahr wurde nämlich die vorige Variante veröffentlicht, jetzt im Dezember 2020 die neue Variante. Was dabei betrachtet wird, ist die Stromerzeugung, das heißt der Kraftwerksmarkt wird betrachtet, also nicht die 1300 Energieversorger, die wir im Strombereich haben, darum geht es nicht. Es geht hier um die Erzeugung, also um die Kraftwerkskapazitäten und wie sich dort die Marktverhältnisse ändern, die Marktmachtverhältnisse vor allem ändern. Im letzten Video haben wir schon mal zusammengefasst, dass es eben im vorigen Jahr als Ergebnis gab, dass praktisch nur RWE nah dran ist, eine marktbeherrschende Position zu haben. Und die nächstgrößeren wie die LEAG, die NBW, die Vattenfall und so weiter deutlich abgeschlagen sind. Ich kann schon mal spoilern, das ist in diesem Jahr das Gleiche. Ja, also die RWE ist wieder sehr nah dran, eine marktbeherrschende Stellung zu haben, aber ist noch nicht per Definition marktbeherrschend. Was jetzt überhaupt erstmal betrachtet ist, sollten wir uns vielleicht noch anschauen. Wichtig ist noch eine Sache vorher. Wir haben im vorigen Video ja auch gesagt, normalerweise wird dieser Bericht alle 2 Jahre veröffentlicht. Jetzt kam er ja aber schon nach einem Jahr wieder und das wird sich die nächsten Jahre wahrscheinlich auch so weiterhin ergeben, denn das Bundeskartellamt sagt eben auch, naja, der jetzt laufende Atomausstieg und auch der laufende Kohleausstieg ändern ja stetig die Marktverhältnisse. Mit jedem weiteren großen Kraftwerk, was abgeschaltet wird, nehmen die anderen Kraftwerke eine wichtigere Rolle ein oder deren Betreiber nehmen eben eine wichtigere Rolle ein. Und damit ist es eben dauerhaft doch wichtig zu schauen, wie ändern sich hier die Positionen der einzelnen großen Anbieter und sind die eben dann plötzlich mal unter einer anderen Definition zu sehen, nämlich als marktbeherrschend. Und dann ist es eben wichtig, dass eine deutlich stärkere Überwachung zum Beispiel durch die Behörden stattfinden. Und genau deswegen wird dieser Bericht voraussichtlich jetzt einfach jedes Jahr, Ende des Jahres, im Dezember in etwa veröffentlicht. Betrachtet wird hier in diesem Fall der Berichtszeitraum von praktisch Oktober 2019 bis jetzt 30. September 2020. Das ist also der Zeitraum, der hier genauer sich angeschaut wurde. Und das wird dann praktisch jedes Jahr wieder so sein, dass von Oktober bis September hier die Marktverhältnisse und die Veränderungen genauer beobachtet werden. Es geht eben darum, sich anzuschauen, wie sich die Kraftwerksverhältnisse der Betreiber verändern und wie hier vor allem die Wirkung auf die Versorgungssicherheit praktisch sich verändern würde. Es geht also nicht nur um die puren Marktanteile, sondern es geht hier um den sogenannten RSI, der Residual Supply Index. Und den hatten wir auch schon im vorigen Video erklärt. Es geht hier nicht darum, einfach zu sagen, die RWE hat also zum Beispiel so und so viel Prozent an Marktanteil an der gesamten Erzeugungskapazität. Das ist zwar schön und gut, aber das sagt noch nicht so viel über Versorgungssicherheit, sondern es ist hier relevant zu betrachten, ob und inwieweit diese Erzeugungskapazitäten von Kraftwerken unverzichtbar sind, praktisch für die Deckung der Nachfrage im Markt. Das ist diese Kennzahl des RSI, der beschreibt, ob und inwieweit die Kraftwerkskapazitäten eines Unternehmens unverzichtbar sind für die Versorgungssicherheit. Das wollen wir betrachten. Und an der Stelle ist dann auch plötzlich ganz klar, ja okay, daran lässt sich tatsächlich eine marktbeherrschende Positionierung auch feststellen. Weil wenn wir sagen können, naja, ohne dieses Unternehmen hätten wir gerade die Nachfrage auf keinen Fall mehr decken können, dann ist das Unternehmen natürlich in einer mächtigen Position. Und dann wäre es wichtig, eine Überwachung entsprechend durch Behörden auch sicherzustellen. Das ist also die Grundlage, über die diese Marktbeherrschung definiert wird vom BSI, vom Bundeskartellamt. Wir sehen ja ansonsten natürlich, wie auch beim letzten Mal, wird erstmal definiert, was genau betrachten wir eigentlich, was ist die Abgrenzung in sachlicher Form, nämlich zum Beispiel, dass die verschiedenen hier aufgeführten Aspekte nicht in diesen Erstabsatzmarkt reinfallen, der betrachtet wird und dass wir natürlich eine gewisse räumliche und auch zeitliche Abgrenzung eben hier machen und nur genau das genauer untersucht wurde. Dazu kommen wir dann gleich auch noch.
Wichtig sind auch die Datenquellen, die genommen werden. Und dann haben wir hier nämlich das EIN erwähnt. Eine der wichtigsten Datenquellen ist das sogenannte Energieinformationsnetzwerk der vier Übertragungsnetzbetreiber. Das ist das EIN, aus dem viele Daten praktisch gezogen werden können. Darüber hinaus hat natürlich das Bundeskartellamt auch eigene Datenquellen oder eigene Daten, genauso wie eben auch die Bundesnetzagentur, die ja auch eng zusammenarbeiten im Rahmen ihrer Monitoringberichte. Und es werden unter anderem auch noch Daten von der EnZOE genommen. Das ist der Europäische Dachverband der Netzbetreiber. Und unter anderem auch ganz wichtig, Handelsdaten über Importe und Exporte. Und das ist natürlich entscheidend wichtig, wenn wir uns über die Erzeugungskapazität in Deutschland austauschen wollen. Denn wir importieren ja auch manchmal Strom. Wir exportieren meistens Strom, aber manchmal importieren wir ihn auch. Und dann ist ja dieser importierte Strom entscheidend für die Deckung der Nachfrage. Und wer auch immer diesen Strom dann praktisch erzeugt hat, also wer dann wiederum für die Kapazitäten verantwortlich war, und wir haben ja teilweise europaweit Anlagen von zum Beispiel auch RWE, dann macht das eben plötzlich eine ganz große, entscheidende Wirkung auf die gesamten Marktverhältnisse. Und deswegen wird das hier in diesem Jahr auch etwas stärker betrachtet als noch davor. Wir sehen hier auch ein einzelnes Kapitel zum Thema Covid-19. Die Pandemie, die Corona-Pandemie hat natürlich eine extreme Wirkung auf die Energieverbrauchswerte. Das haben wir ja ausführlich schon betrachtet, dass die Verbräuche zurückgegangen sind aus verschiedenen Gründen, Kurzarbeit und auch diverse Insolvenzen und natürlich auch Homeoffice. Da gehen viele Industrieverbräuche stark zurück, Gewerbeverbräuche stark zurück. Das ist ja ganz klar. Vieles ist ja dauerhaft auch geschlossen. Aber das hat noch nicht unbedingt Auswirkungen auf die Erzeugung. Ne? Das ist natürlich dann immer noch der Punkt. Wir haben ja verschiedene Speicherkapazitäten, aber wir haben auch Export und deswegen sind die absolut runtergehenden Zahlen erstmal schön und gut, aber das hat noch nicht unbedingt Auswirkungen auf den relativen Anteil der einzelnen Kraftwerke. Deswegen auch das ist hier die Erkenntnis. Die Pandemie hat noch nicht unbedingt etwas an den Marktverhältnissen geändert, sondern nur an den Absatzzahlen und damit natürlich auch am Profit der einzelnen Häuser. Am Ende sehen wir auch nochmal eine einzelne, praktisch nochmal die Ergebnisse, die wir gleich im Executive Summary schon mal sehen, aber auch natürlich nochmal ein paar Endergebnisse. Und hier sehen wir auch schon, dieser Gesamtbericht ist gar nicht so lang, hat ungefähr 45 Seiten. Daher kann man sich das auch mal locker flockig anschauen. Nach dem Abkürzungsverzeichnis, was hier auch nochmal ganz hilfreich ist, finden wir hier die Executive Summary, wo eben nochmal gesagt wird, das ist der zeitliche Raum, der betrachtet wurde. Und wir haben uns dafür entschieden, das jährlich zu veröffentlichen, aus den schon genannten Gründen. Dann ist eben hier vor allem wichtig zu sehen, was an dieser Stelle nochmal die eigentliche Datengrundlage ist und was genau betrachtet wird, dieser vorhin schon erwähnte RSI. Und dass es eben auch weitere wissenschaftliche Kennzahlen gibt, die in Zukunft vielleicht auch noch wichtig wären. Das habe ich aber im vorigen Video schon mal ein bisschen ausführlicher erklärt, deswegen will ich das jetzt weitestgehend überspringen. Wie gesagt, die Datenquellen wie EIN und EnZOE. Und hier ist dann nochmal ein wichtiger Punkt eben rund um diese Importe, also Punkt 7 in der Executive Summary, dass eben wir in diesem Jahr oder in diesem Betrachtungszeitraum in rund 35% der Zeit Nettoimporteur waren. Das heißt, in etwa ein Drittel der betrachteten Zeit hat Deutschland Strom importiert. Und das ist mehr als im vorigen Jahr. Jetzt kann man erstmal sagen, ho, das klingt ja danach, dass wir darauf angewiesen sind, Strom zu importieren, weil zum Beispiel die Energiewende fehlschlägt und wir nicht genügend Kapazitäten haben. Tatsächlich kann man aus anderen Betrachtungen sehr gut sagen, naja, wir waren im vergangenen Jahr deutlich länger Importeur, weil wir in Deutschland in der Erzeugung höhere Strompreise hatten, also höhere Handelspreise hatten, als in anderen europäischen Ländern. Das heißt, wir hatten tatsächlich, und das ist jetzt nicht nur Energiewende-Propaganda, das ist tatsächlich erstmal wirtschaftlich genau so gewesen, wir hatten meistens importiert, weil wir im europäischen Ausland günstigeren Strom beziehen konnten als in Deutschland. Und der zusammenhängende Binnenmarkt in Europa sorgt ja dafür, dass es genauso einfach ist, Strom in Frankreich oder sonst wo einzukaufen, als in hier einzukaufen. Das ist genauso einfach. Das macht markttechnisch keine Unterschiede. Wir haben einerseits ein zusammenhängendes europäisches, zumindest Kontinentalnetz, aber wir haben auch einen komplett zusammenhängenden Binnenmarkt. Das heißt, wir können genauso einfach Strom in Skandinavien oder in Frankreich oder sonst wo in Italien zukaufen,
wie es eben auch so wäre, den hier in Deutschland irgendwo einzukaufen. Der Energiehandel macht dort keine Unterschiede. Bilanziell betrachtet ist das ja alles komplett zusammenhängend. Und dementsprechend hatten wir tatsächlich, ich meine vor allem Gasstromimporte, die also aus Erdgaskraftwerken kamen, die einfach günstiger waren als die Kohlestromkapazitäten hier in Deutschland. Deswegen hatten wir mehr importiert als in den vorangehenden Jahren. Punkt 9 dieser Executive Summary ist dann nochmal genau der Punkt, der es eben zusammenfasst. Nach diesen Analysen ist weiterhin allein RWE in einem erheblichen Teil der Zeit für die Deckung der Nachfrage unverzichtbar. Dies jedoch, jetzt kommt's, noch nicht in einem die Annahme der Marktbeherrschung rechtfertigenden Umfang. Das heißt, RWE ist zwar weiterhin Nummer 1, aber noch nicht so sehr, dass sie nach der Definition marktbeherrschend wären. Die Situation des weiter voranschreitenden Atomausstiegs und Kohleausstiegs sorgt aber dafür, dass wir das jederzeit wieder ändern könnten, wenn eben plötzlich mal Kraftwerke wegfallen und RWE-Kraftwerke eine wichtige Rolle spielen würden. Dann könnte nach der Definition des Bundeskartellamts RWE jederzeit diese marktbeherrschende Stellung einnehmen. Daher wird diese Betrachtung jedes Jahr jetzt erstmal veröffentlicht. Es gibt weiterhin Effekte durch die Einführung des Regelarbeitsmarktes, was nochmal ganz wichtig wäre, dass wir das dann sehen. Der ist ja aber auch erst kürzlich gestartet, daher wird das erst in den nächsten Jahren relevant werden. Ich glaube, das habe ich übersprungen, hier nochmal genau zu erwähnen, welche Bereiche, ja genau hier. Die industrielle Eigenerzeugung, der Bahnstrom, die Regelenergie, der Redispatch und die verschiedenen Reserven sowie nach EEG geförderte Erzeugungsmengen sind nicht diesem Stromerstabsatzmarkt zuzurechnen. Das heißt, genau die werden unter dieser Betrachtung gar nicht berücksichtigt. Ja, im Weiteren sehen wir hier also die schon vorher angesprochenen Effekte. Wir sehen die Abgrenzung. Das heißt, wer sich genau anschauen will, auf welcher Grundlage dieser Report jetzt erstellt wurde, kann sich das hier genau durchlesen, warum auch die einzelnen Bereiche hier nicht betrachtet werden aus den Reserven, aus der Regelenergie und aus dem EEG. Räumliche Abgrenzung, dass wir uns eben hier den deutschen Raum anschauen, wobei es natürlich ein gemeinsames Marktgebiet gibt mit zum Beispiel Österreich und Luxemburg, dass wir auch im Energiehandel gemeinsame Gebotszonen haben etc. Weitere Betrachtungen, die alle auch in irgendeiner Form interessant und relevant sind, das kann man sich auch alles gerne noch weiter anschauen. Wer sich diese genau wichtigen Grundlagen rund um diese Kennzahlen anschauen will, diesen RSI, findet das hier ab Seite 21 praktisch, das Konzept dieses RSI, auf deren Grundlage praktisch diese Definition der Marktbeherrschung dann auch berechnet wird. Wir hatten im letzten Mal hier den Scherz schon gemacht mit dem Wort pivotal, das also hier definiert ist, inwieweit ein Unternehmen zur Deckung der Stromnachfrage unverzichtbar, nämlich pivotal ist. Mit anderen Worten, inwieweit die Deckung der Nachfrage nur unter Nutzung dieser Kapazitäten möglich war. Insgesamt ist dieser Text immer komplex und kompliziert formuliert. Das war der Witz mit dem Wort pivotal. Warum nutzt man es überhaupt, wenn man es sowieso hier nochmal erklären müsste? Das ist eben genau das Dilemma mit Dokumenten von Behörden, von in diesem Fall dem Bundeskartellamt. Es ist nun mal in einer bestimmten Sprache formuliert, aber wenn man daran Spaß hat, kann man sich das ja gerne nochmal genauer anschauen. Als Ergebnis ist, wie gesagt, weiterhin RWE als einziger geradezu marktbeherrschend. Im weiteren Verlauf sehen wir hier noch diverse halbwegs interessante Punkte. Hier die Auswirkungen von Covid sind ist allein nochmal für uns grafisch interessant, weil diese rote Kurve, die wir sehen können, ist eben der Verbrauch, den wir jetzt im Jahr 2020 im Vergleich zu den vorigen Jahren hatten. Und das ist schon ganz schön spannend. Diese gestrichelten Varianten sind der Maximal- und der Minimalverbrauch zwischen 2015 und 2019. Das heißt, das ist der Raum, der sich verändert hat zwischen den einzelnen Jahren an Stromverbrauch. Und die rote Kurve ist ja deutlich geringer, zumindest ab ungefähr März. Ab der Zeit, als der Lockdown dann so richtig durchgeschlagen hat, hatten wir deutlich signifikant geringere Stromverbräuche. Aber auch hier ist eben formuliert, auf den Erzeugermarkt hat das trotzdem keine besonderen Auswirkungen gehabt. Und hier auf Seite 42 finden wir dann eben nochmal die abschließenden Kommentare rund darum, dass RWE weiterhin mit Abstand führender Anbieter ist.
NBW und LEAG mit weitem Abstand folgen und dementsprechend RWE zwar nicht in einem unerheblichen Anteil der Zeit wichtig ist, aber eben nicht genügend, um die Definition der Marktbeherrschung zu treffen und dementsprechend das Bundeskartellamt noch keine weiteren Schritte einleitet, um dort genauer in die Überwachung zu gehen. Das könnte sich aber eben, wie gesagt, tatsächlich jedes Jahr signifikant ändern, wenn jetzt der Atomausstieg und Kohleausstieg weiter voranschreiten. Wir werden sehen, wie sich das auswirkt. Habt ihr erstmal grundsätzlich Fragen zu dieser Marktbeherrschung oder zu diesem Marktmachtbericht, dann könnt ihr die gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten wie immer, liked das Video und abonniert den Kanal. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.